Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Wir haben hier ein Skelett stehen. Was wohl denkt, ist besser wie ich. Diesen blöden Magma Cube haben eigentlich. Ah, stimmt, scheiße, wie war das so? Inventory Upgrade schon wieder. Geht das zweimal? Ich hätte das andere Remote Update machen sollen, oder? So, wait, wo bin ich jetzt zur Hölle? Eine blöde Schleime eigentlich. Schleimi, wo bist du? Schleimi? Müssen wir mal gucken, wo wir hin können. Wir haben jetzt zum Glück hier Flugfähigkeiten. Wo ist denn der Schleim jetzt hin? Asi, wo bist du? Hat er sich jetzt echt verzogen? Ach, come on, das ist doch gemein. So, gehen wir ein bisschen forschen. Was haben wir schon zu verlieren? Ah ja, jetzt sind die Blazers. Let's try it. Ich habe ein eigentlich... Oh, scheiße. Der Kampf im Himmel. Du tust mir nichts. Nö, lol. Irgendwie komisch. Du entkommst mir nicht! Das Tolle ist, ich fange nur Feuerdamage eigentlich ab. Und jetzt habe ich sie. Feuerdamage. Ja, kann ich mal. Ich brauche einen Magma Cube. Ich bin es aber auch um Design, ganz ehrlich. Dann nach oben. Huch, der will mich. Tschüss. Noch so ein Kit. Warum? Da gibt's Soul Sand. Ich brauch Soul Sand. Was ist das blaue Zeug? Ja. Bist ein braves Wilder-Skelett. Ja, du bist ein ganz, ganz braves Wilder-Skelett. Ja. Wir wissen, was das ist. Kobalt. Oh. Nicht hart, aber vestibule. Nope, der hat eine Waffe. Nope. Fix nicht.
Wie lange hält denn der Scheiß eigentlich noch? Fire Charm? Wing Charm? Earth Charm? Walk on Air? Da vorne ist nicht noch ein bisschen Soul Sand. Dann schnappe ich mir halt davon noch was und dann verschwinde ich wieder. Brauchst du halt so einen blöden Magma-Slime. Aber die scheinen den hier gerade nicht im Angebot zu haben. Ah ne, das ist keine gute. Hä? Ach, du bist auch schon wieder da. Wie oft noch? Du kannst es einfach nicht. Du bist einfach... Nein, du bist kein... Ich. Nein! Geh weg, husch! Pfui! Böse! Wo bist du? Nein! Ich sehe nix! Ah. Ah. Geschafft! Wo wollte ich hin? Soul Sand. Das ist dann ein zweites Würfer-Skelett. Es ist ganz einfach. Nein, pfui. Du kannst es nicht. Oh, war da ein Skelettkopf dabei? Der ist aber ganz schnell verschwunden. Ich habe da so eine Vermutung, das hat damit was zu tun, dass die das nicht wollen. Infermium Essence. Den Sand brauche ich jetzt auch nicht. Spawn Seeker, search for spawners in the area. Ich brauche eigentlich mal eine Shovel. Dann tun wir jetzt ein bisschen abgraben. Auf die Schnelle. So. Wenn wir so einen schönen kleinen Punkt bei so sind, kommen wir bestimmt irgendwo. Für irgendeinen Blödsinn gebrauchen in dem Fall. Und dann werden wir uns vielleicht doch mal mit dem Herstellen von besseren ja, Sachen beschäftigen. Wer denn? Ach guck. Ich hab sogar noch ein bisschen mehr Platz. Also das extra mitnehmen ist glaube ich gar nicht doof. Eine kleine Farm hier. Erstmal alles ausgraben. So schaut's aus. Come on. Jetzt mal voll. Okay, dann essen wir doch unseren Cake hier. Puff, zurück. Ganz easy. Warte mal, ich habe eine Flasche, die gerade nicht aufgehen will. Warum will die Flasche nicht aufgehen? Das ist doch bestimmt eine Kindersicherung. Die Flasche nicht auf. Also nur mal, was ich mir vorstellen könnte, das ist eine Olivenölflasche. Die sollte aufgehen. Und sie geht nicht auf. Was ist das für eine Flasche? Das ist super für ein Getriebe oder für irgendein Autoteil. Das dreht sich einfach. Ansonsten mit Schere mal ansetzen, vielleicht und abknipsen und die Halter. Okay, wir machen jetzt hier weiter. Ich will jetzt erstmal gucken, ich habe doch jetzt dieses fette Inventory irgendwie, oder? Ja, hat das jetzt weggezaubert? Wo ist mein Inventory hin? Ich hatte doch dieses große Inventory. Grow to harvest random junk and treasures. Das interessiert mich. Und ich muss unbedingt diesen Scheiß loswerden. Inventory. Du gehst weg. Also das sind alles Charm, okay.
dass wir uns das merken können, weil die sind echt cool für da unten. Enderwing, Teleport to World Spawn. Okay. Wir haben eine Corrupted Chorus Fruit. Ich würde sagen, das ist positiv. Let's your face through walls for a few seconds. Wir haben was davon. Sugarcane, Inferendrenium Essence. Ich glaube, mit der Rüstung können wir nicht was wirklich anfangen, aber hey. Wir haben eine Emerald Spitzhacke, die ist natürlich geil. Welche Stufe sind die eigentlich? Ich stehe nicht über Emerald Apple. Unlock Blocked Traders. Ja, wenn wir schon finden. Okay. Spawn Seeker. Oh, jetzt auch gleich gar nichts. So. Ich will jetzt am liebsten einfach nur mal ein bisschen Bone Meal haben. Ich habe die Vermutung. Oh, jetzt leckt's. Schau mal, was passiert, wenn ich das mache? Random Junk. Was fällt bei euch unter Random Junk? Einmal kurz durchgucken. Was habe ich jetzt? Ich habe ein Oliven-Sapling, Cucumber, Pink, Azul Beet, Torch Berries, Melon Seeds, Carrot Seeds, Blue Ochre, Chili Pepper Seeds, Apple Seeds, Pepper Seeds, Mushroom und Tomato Seeds. Was kommt da noch raus? Guten Grund, noch mehr zu von dem Scheiß zu haben. Tun das jetzt mal die ganzen, das ganze Bombi, was ich habe, hier verbrauchen und schauen mal, was da rauskommt. Ich bin echt gespannt, was wir da für Blödsinn rauskriegen. Da kommt echt viel raus. Einfach random Chunks, random Dreck. Ich kann eh nicht alles aufheben, da ist so viel dabei wahrscheinlich. Wahrscheinlich sogar ein super seltenes Item am Ende. Okay, jetzt habe ich hier Mooncap Mushroom, Mushroom, Potato Seeds, Seeds, Sugarcane Seeds, Pumpkin Seeds, Rice Seeds, Grape Seeds. Ganz viel Pflanzen. Okay, bringen wir an. Das geht ja noch gar nicht. Dafür muss ich jetzt. Ja, wir haben hier unten auch Kakao Beans, Popeye und Strawberry Seeds. Strawberries! Cool. Ich mag Strawberries. So, okay, was haben wir noch? Was ist das jetzt hier? Daldinien? Eine Zwiebel, Cucumber, Kaktus, Pepper, Mushroom, Mycelium Seed, Melon Seed, Botany Seeds, Torchberries. Ich würde gerne Torchberries ausprobieren, ganz ehrlich. Und die hier. Der Rest kann weg. Ich will jetzt ein bisschen probieren. Gucken, was ich da rauskriege. Okay, haben wir noch. Im Grunde ist das ja so Test Area, könnte man auch sagen, ne? So Torch Seeds? Auf was für ein Torch Seed angebaut? Wahrscheinlich ein ganz anderer Baum. Hm, okay. Ich tue jetzt mal zurück. Right click on dirt. Und dort, also wenn ich dich abbaue. Ach so! Das ist ja der andere Boden. Da war was. Okay, Bockbock. Wie geht's in unseren Bockbox unten? Ich glaube, mit denen wollte ich auch was machen. Ah ne, ich wusste ja, wie man dann Cakes macht. Warte mal, da war was. Habt ihr denn mittlerweile irgendwas geschafft? Vier Eier. Ihr seid eine tolle Partie, wisst ihr das? So, wie schaut's hier im Ofen aus? Gut, der scheint durch zu sein. Ich will in Zukunft gerne Flüssigkeitabsaugung haben oder sowas. Damit kann ich mehr anfangen, ganz ehrlich. Wir tun es halt wirklich in Zukunft in Ingots umwandeln. Aber war das nicht, dass ich mit Gold einfach im Grunde
ein, keine Ahnung, irgendeinen Ingot hinlege. Nehmen wir jetzt mal einfach for the fuck's sake Iron Ingot. Legt ihn hin und der füllt ihn auf. Er verbraucht aber den Iron Ingot. Ja, ist ja wurscht. Wir nehmen nochmal zwei davon. Und dann machen wir uns drei Formen und tun anfangen nur noch Ingots zu machen. So, einmal. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier am Schloss machen, weil die ist eins zu nah. Wollen wir dann hier noch einen Repeater? Ihr müsst weg. So, und dann müssen wir hier so ein Casting-Table rein. Schauen wir mal, wie, was ich dafür brauche. Casting-Table. Cool, zwei Casting-Tables noch. Wie habe ich jetzt das geschafft, bitte? Wow. Okay, dann brauche ich noch einen Repeater. Repeater, habe ich noch einen? Redstone. Redstone Torch. Und ein bisschen Cobblestone. Holy shit, ist da schon wieder viel da. So. Dann schalten wir euch so hier an. Du gehst nach unten. Shit. Perfekt. Und dann brauche ich ein bisschen. Delay Tick 1, Power, okay. Brauchen wir noch ein bisschen Redstone. A bisschen Redstone. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Changes.